Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute zocken wir Night of the Dead. Ein Spiel, welches gefühlt 20 verschiedene Genres in sich hat. Also es ist gleichzeitig eine RPG, Survival, Open World, Survival Craft und auch Tower Defense Game. Also das hat wie gesagt sehr viele Genres in sich drinne verpackt. Und ist jetzt diesen Monat, glaube ich, oder vorigen Monat, also Juni oder Juli, ich bin mir nicht mehr sicher, ist in die aus der Early Access in die 1.0 Version gekommen. Oh, das sieht doch nice aus. So, ist das noch? Achso, okay, man kann hier noch die RGB, also wie viel Rot, Gelb und Blau und von der Farbe sozusagen jeweils hat. So, dann können wir mal so hier. So, passt Gesicht. Wir brauchen irgendwie. Oh ja, hier so richtig fette Lippen. Richtig künstlich muss das aussehen. Warte mal, welche waren das nochmal? Hier, das hier. So, machen wir klein, fett, Kopfgröße, Brüste, sowas haben wir hier noch. Oberkörper, großer Oberkörper, kleiner Unterkörper. So, machen wir. Ah, das sieht doch schön aus. So, dann richtig schöne breite Schultern. Dann ein bisschen Muskeln. Ein bisschen viele Muskeln. Sehr gut. Hier haben wir gar keine Muskeln unten. Sehr schön. Und die Hände müssen riesig sein. Oh, das sieht doch wunderschön aus. So, machen. Hä? Nee, stopp. Ist das jetzt abgespeichert? Ja, zum Glück. So, jetzt brauchen wir irgendwie noch eine abgefuckte Frisur. Oh ja, hier so. Esmond Gold mäßig. Bisschen. Sieht doch richtig scheiße aus. Wunderschön. So. Haben wir jetzt. Winkel. Mal so hier. So. Die Höhe lassen wir mal so. Was ist das? Ach so. Ja, es ist. Die Spitze der Augenbrauen sozusagen. Okay. Machen wir auch groß. Wir brauchen große Augen. Komischer Winkel und ein bisschen bekiffte Augen. Und wir müssten. Ah, wir können leider nicht das Ei underficken. Okay, das ist. Machen wir mal so. Wir konnten leider die Augen nicht weiter auseinander machen. Finde ich sehr schade. Oh ja, jetzt sieht es schon langsam wie so ein Frosch aus. Fantastisch. So. Haben wir noch. Oh ja, hier die Nase schön nach oben. Nice. Mund kann man auch noch auflassen. Fantastisch. Oh ja, das sieht genau das. Ja, dicker, dick, 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 dick. Das auch dick. Sehr schön. So, jetzt haben wir. Okay. Oh ja, hier so ein schönes, schönes, ausgeprägtes Kinn. So. So, sehr schön. Oh ja, ein Bart. Das wäre eigentlich auch noch gar nicht mal so. Wir brauchen irgendwas. Oh ja, hier, das sieht gut aus. So. Nee, das brauchen wir nicht. Tattoos brauchen wir eigentlich. Na, unbedingt. Das hängt vom Gesicht viel zu sehr ab. Nee, nee, wir nehmen keine Tattoos. So. Safe. Jetzt noch. Ah ja, wir müssen noch was eingeben. Frosch. Safe. Sehr gut. Weiter. Ah, okay. Jetzt wählen wir sozusagen unser Berufsfeld aus. Das ist je nachdem, was wir da auswählen, werden die
Punkte verteilt, gehe ich mal davon aus, oder? Wir haben hier einmal Dieb, Forwarder, okay. Marathonsprinter, okay. Angler. Aber irgendwie verändern sich die Werte gar nicht, ne? Achso, ne, okay, wir haben einen Trade sozusagen, also einen positiven Trade, warum auch immer hier minus 5 steht, aber gut. Oder vielleicht ist das nur 5. Na gut. Equipment Drop Rate up and Zombie Kill. Aha, okay, das heißt, wenn wir einen Zombie killen, kriegen wir das, wir kriegen mehr Fische. Wir kriegen mehr Crit-Rate ist höher und die Erfahrung ist höher. Was haben wir hier noch? Die Stamina-Regeneration und die Geschwindigkeit, wie wir uns bewegen. Was haben wir hier? Mehr Platz im Inventar, okay. Okay, wir können Fahrzeuge stehlen. Ranged Weapon und Ranged Weapon Recall. Okay, und Hunter ist Damage to Animals und Damage to Human. Also das fand ich eigentlich ganz cool. Completion Speed, das weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Wir nehmen das hier. Na, wir kriegen mehr Erfahrung und die Crit-Rate ist höher. Jetzt wählen wir sozusagen, wir haben 14 Punkte. Und jetzt können wir sozusagen, ah, es steht Minus, warte. Ah, okay, das heißt, hier haben wir minus 5 und hier haben wir minus 6. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Angler nehmen, haben wir halt einen Punkt mehr. Egal, wir nehmen das hier. Dann nehmen wir, uff, positive. Okay, nehmen wir mal das hier. Wir covern mehr Leben. Dann wir kriegen mehr Erfahrung. Mein Gott, wie viele Stats es hier gibt. Verteidigung, dass wir mehr aushalten. Und hier ist ja sozusagen negative Stats. Das heißt, wenn man negative Stats dazu macht, kriegt man aber dadurch mehr Punkte, die man sozusagen in positive Stats investieren kann. So, was nehmen wir als negatives rein? Okay. Keine Ahnung, wir nehmen mal, dass wir laut sind. Ist mir jetzt auch egal. Okay, wir können nicht so hoch springen. Das ist nervig. Was ist das? Okay. Tech Speed nehmen wir mal. So, weniger Erfahrung. Okay, und dann machen wir noch. So, Damage to Trees, Boulders und Ores. Ne, das ist jetzt nicht so. Stamina Regeneration nehmen wir mal rein. Carry Range. Wir nehmen mal das hier noch mit rein, damit wir schnell abbauen können. Dann nehmen wir. Allgemein mehr Schaden? Ne, was haben wir noch? Kritischer Schaden. Ja, nehmen wir normalen Schaden nochmal mit rein. So. Charakter, wie gesagt, nennt sich Rosch. Und dann let's go. Oh mein Gott, wunderschön. Ich meine, guck dich das mal an. Guck, das ist doch hier, ne? Das ist doch kein Charakter. Das ist perfekt. Man kann ja auch Multiplayer, by the way, spielen. Wir probieren es einfach gleich mal aus. Mal gucken. Wunderschön. Hä? Aber wo ist mein Schnurrbart? Mein Schnurrbart nicht. Oh mein Gott. Guck dir diese Proportionen an. Alter, die Lippen. Ich komme da so nicht drauf klar. Wie ein fucking Schlauchboot, ey. Okay, wir sind in irgendeinem Labor aufgewacht. Wir hatten so ein bisschen an Avatar. Okay, links neben mir ist auch ein Skelett. Das haben anscheinend nicht alle überlebt. Aha. Da auf dem Tisch ist irgendwas, was wir aufheben können. Walkie-talkie oder sowas. Cool, wie das auch einfach nicht verschwindet. Und ich die Kopfhörer auch nicht sehen kann.
This is not a fresh human meat store, Mr. Zombie. I'm busy. So, shuffle off to another stall. A person. Are you currently in the underground capsule room on Andorna Island? Mm-hmm. Sleep capsules can sometimes cause trouble. I'm Dr. Veronica Grimes. I'm researching a zombie cure. Is there even power in the bunker now? Find a light immediately and secure the line of sight. Ja, das habe ich ja gerade probiert, aber da wollte ich es nicht nehmen. So, mit L. Ach, scheiße. Wer macht denn sowas? Warum ist denn das Licht auf L? Das ist ja voll unbequem. Na gut, egal, dann machen wir das mal an und gehen raus. I need your help with the zombie cure research. You've just emerged from a stasis capsule. So you're probably wandering around without any clothes. Find something to wear and get dressed. Warum habe ich jetzt dafür eine Cutscene gebraucht? Okay. Haben wir jetzt alles aufgehoben, oder? Anscheinend. So, machen wir mal das Inventar auf. Oh mein Gott. So, wir haben einmal Painkillers und einmal Energy Bar. Kriegen wir mit den Energy Bar auch die Kalorien. Das heißt, es ist vielleicht so ähnlich wie bei Scum, dass wir halt nicht nur auf Ja, dass wir auf sehr viele verschiedene Werte achten müssen. I have a proposal for you. Mhm. Please find the remaining mutant substance on Andorna Island. That material will be invaluable in my research for a zombie cure. Succeed, and I'll send a helicopter for your rescue. Make sure to record important things in your journal. Mhm. Okay, man hat auch ein Journal, das heißt, wie man halt alles macht und sowas. Ich denke mal, da werden dann auch Zombies und andere Mutanten oder was auch immer halt sein. Rechts oben sehen wir Tag 2, Stunde 8. Das heißt, das ist ja auch in Stunden geregelt, sage ich jetzt mal. Haben wir hier. Haben wir noch ein Journal. Na gut, okay, das ist ja eigentlich genau das, was sie gesagt hat. Sie versucht, die Zombies halt eine Lösung sozusagen zu finden. Beziehungsweise ein Antidote, wie man das auch nennen mag. Was gibt's hier? So, muss ich jetzt hier rein, ja. The bunker you're in is the research facility where the New Humanity Project was conducted. Mhm. Check if there's still someone in the bunker who can help you find the mutant substance. Talk to the survivor? Wir hatten ja mit überlebt. Liegen doch noch Leichen rum. Ne, ich höre tatsächlich irgendeine Stimme. Ah, hier. Wer? Okay. Are you really human? Naja. Sieht zwar nicht so aus, aber ja. In a place like this, you're lucky. I'm Walter Wagner. If you're looking for the mutant substance, I can help you. In exchange, you need to secure a spot for me on the escape helicopter from Andorna Island. It's a good deal, right? I've stored the mutant substance at the research center on the surface. You go to the surface first through the bunker door. I'll follow once it's safe. Aha. Danke. Sehr hilfreich. Alter, das jetzt gerade. Hä? So, okay, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, war das jetzt mein Charakter? Nee. Are you trying to survive here too? All right, let's do this. Okay. Ja, dann. Ah ja. We should head to the research center that Walter mentioned. Show me your skills and determination. I hope you won't disappoint. Warum hat man jetzt dafür wieder eine Cutscene gebraucht? Das ist so komisch, ey. Alter.
Mein Gott, noch lauter ging's nicht, oder was? Das weiß ich jetzt nicht, aber... Nice to meet you. My name is Sierra Wilder, a survival expert. From now on, I'll share all the survival knowledge I know with you. Mhm. Ja, kommst du jetzt mit, oder wie sieht's aus? Ja. You might have something I need. Ach so, okay, das ist so ähnlich wie bei Fallout. Die kann halt irgendwas tragen. Und man kann gegenseitig ja sozusagen tauschen, aber... Beziehungsweise ich kann die eigentlich einfach alle nehmen. Und ich kann ihr... Synthetic Object Looting. Aha. Mhm, und wenn die dann Level 10 ist, kann ich kann die dann auch freilassen. Also... Die ist aber letztendlich bis jetzt für mich einfach nur wie ein... Ja, ein Helfer. Begleiter auch, könnte man auch sagen. Okay, wo habe ich jetzt den Schraubenzieher auf einmal her? Aber na gut. Okay, da war auf jeden Fall was drin. Ich merke, es ist auf jeden Fall... Oh Gott, ich muss das unbedingt ausschalten. Es ist definitiv Motion Blur drin und ich hasse das. Ich hasse das aus tiefstem Herzen. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die die Spieleindustrie produziert hat. Und ich verstehe nicht, wie die Leute damit spielen können. Also Motion Blur ist einfach nur die ekelhafteste Scheiße überhaupt. Wenn ich weiß, was das ist Beweglichkeitsunschärfe. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf Deutsch. Und es ist einfach nur ekelhaft. Okay, also ich mache alles kaputt. Und daraus kommen dann Sachen raus. Also ich habe jetzt Öl und Eisen rausbekommen. So, wir müssen auch mal gleich gucken, mit was wir am besten auch gleich sowas wie eine Axt oder so. Aha, wir können halt gefühlt alles kaputt machen. Okay. Aha, okay. Ach so, das heißt doch, bei manchen Gegenständen hat man halt irgendwas drinne. Man muss das erst rausmachen. Und dann kann man den Gegenstand sozusagen auch kaputt machen. Was mit solchen Büschen und sowas? Kann ich die auch schon looten, oder... Brauche ich da erst ein Messer? Anscheinend brauche ich erst ein Messer oder sowas. Wir gucken mal kurz an. Also Bandagen können wir natürlich aus Cloth machen. Das haben wir schon ein bisschen. Genau. Dann machen wir alles. Das Messer machen wir aus Stein. Okay, dann machen wir erstmal. Dann nehmen wir mal ein paar Steine. Hier. Das ist ein Stein, das ist ein Stein. Aber das jetzt hier, ist das irgendein... Aha, okay, das ist sehr gut. Eispilze können wir auch einsammeln. Und dann machen wir uns direkt hier das hier. Mit Tee. Warum auch immer. Aber gut. Wir können uns auch einen Wurfstern machen. Okay, das ist natürlich auch witzig. So, und jetzt, da wir das hier haben, können wir bestimmt... Ja, okay, nice. Können wir das hier abbauen. Sehr gut. So. Ja, warte mal, ich kann ihr, glaube ich, einen Befehl geben, dass die auch erstmal sammelt. Warte mal. I thought I could be doing something more useful. Synthetic, ja, also. Ja, genau, die wird jetzt einfach hier so Sachen sammeln, die in der Nähe sind. Das ist perfekt. Oh mein Gott, ich bin Level 2. Let's go. So, mal gucken, was wir damit überhaupt anfangen können. Achso, die ist auch... Ah, sehr gut. Die steigt ja auch vom Level auf. Habe ich ganz vergessen. Also ist immer gut, wenn die Sachen auch sammelt. So, und wir konnten... Was brauchen wir nochmal gebraucht? Ah ja, genau. Machen wir uns direkt eine Axt. Eine Spitzaxt. Ein... Ich weiß nicht, wofür wir den Hammer brauchen werden, aber ist egal. Und ich würde sagen, wir machen uns auch, machen uns zwei Bandagen oder so. Was jetzt hier irgendwelche Viecher. Okay. Packen wir uns jetzt alles hier ins Inventar, würde ich sagen. Oh. Das ist ein bisschen falsch. So, die kann ich mal kurz gucken. Was hat die jetzt eingesammelt? Wow, Beine. Mein Gott, ist die fleißig. So, dann nehmen wir mal die Spitzaxt.
probieren mal das hier abzubauen. Geht das? Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert, glaube ich. Oder auch nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir ihr... Was ist, wenn ich ihr eine Spitzhacke gebe? Oder halt... Warte mal. Wir machen uns mal schnell noch ein Messer. Ja, stimmt. Wir brauchen ja Stein dazu. Ja, der hier. Da. So, dann machen wir uns noch ein zweites Messer. Und dann geben wir ihr mal das Messer. Was wird dann passieren? Das ist die Frage. Okay, also es geht auf jeden Fall in kleinere Teile. Geht's irgendwie kaputt? Ah ja, okay. Ich dachte, ich habe jetzt hier aus den geschlagen oder so. Hä? Achso, ich glaube, der Baum... der Baum stört echt. Bei mir ist... Achso, okay, das ist jetzt wirklich kaputt gegangen. Okay, das funktioniert. So, was ist damit? Okay, das funktioniert auch. Gut, und hier können wir Upgrade, Demolish, also das ist halt für, wenn wir dann halt irgendwas bauen wollen. So, okay, na gut. Was können wir uns denn noch machen? Wir können uns ein, ist das ein Speer? Sehe ich das richtig? Ich glaube, das ist ein Speer, ja. Machen wir uns mal den Speer hier rein. Aber das ist, glaube ich, nur ein Wurfspeer, oder ist das so? Werden wir gleich sehen. Wir können uns zwar einen Pfeil machen, aber wir können uns bisher keinen Bogen machen, ist das richtig? Achso, wir müssen Gegenstände noch reparieren später. Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass wir uns einen Bogen machen können. Wir probieren mal hier den Zombie gleich anzugreifen. Oh. Alter, willst du mich verarschen? Okay, die greift an. Die tankt für mich. Okay, das ist schon mal nice. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist fürs Angreifen. Warte. Komplett in Stücke zerfetzt. Oh. Schlimmer Kollege. Hallo? Nimm mal jetzt hier. Bam. Okay, Emily ist ja... Ist ja super. Die ist ja richtig gut. Ja, alles klar. Weil die nimmt auch zwar auch ein bisschen viel Schaden. Also wenn ich den... Der Hacker? Bringt das was? Nee, sieht nicht so aus. Aber hey, schönes Ding. So, die hat den Speer sogar aufgehoben, aber ich habe jetzt keine Funktion, wo ich jetzt sehen würde, dass die... Steht da jetzt Store? So. Oh, okay. Ich dachte hier vielleicht dann... Ah, doch, das hat... Okay. Okay. Benzin hat das Ding aber auch, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Witzig, ich dachte, es würde jetzt nicht funktionieren. Aber okay. Man kann das Ding auch komplett... Kann das mitnehmen oder was? Ah, nein. Genau, man kann das mit R, können wir halt den Kraftstoff reinmachen. Und mit T können wir tatsächlich auch sozusagen das wie eine, ja, sagen wir mal, wie eine Bank benutzen. Das heißt, wir können einfach Sachen reinmachen, um das halt zum Beispiel vor anderen Spielern zu verstecken oder sowas. Oder halt, um irgendwas mitzunehmen, wenn man halt keinen Platz mehr in den Taschen hat. Obtain Small Stone. Achso, stimmt, die hat ja gesagt, von wegen ich soll Steine aufheben, warum auch immer. Wo ich das schon tausendmal gemacht habe. Now it's time to use that small stone to make a stone knife. Ja, okay, haben wir schon gemacht. Ne? Danke. Okay. Gut, ist das nicht
Oh, okay, okay, okay. Shall we gather some branches and leaves? Was? Was geht denn, Alter? Chill mal, Kollege. Mich durch die Tür gehauen, der Bastard. Alter, komm da nicht ran. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. Ach du Scheiße. Okay. Wir haben hier einen schlauen Zombie. Kommt gerade aus der Uni. Okay, so schlau ist er anscheinend nicht. Oh, fuck, dieses Rumgeschrei. Alter, wie viele das sind. Lol. Das ist ja witzig. Seine Arme sind... Fuck, den hat jemand eingesperrt oder was? Oder hat hier irgendwelche Ex-Spielchen mit dem Zombie getrieben oder was? Okay, Emily ist ja voll krass. Heilige Scheiße. Sucht ja hier die kompletten Räume durch und alles. Ist ja insane, Alter. Ja, schönes Ding. Meine Fresse, das ist ja voll geil mit einer... Das wäre ohne sie jetzt hier, glaube ich, nicht möglich gewesen. So, wir nehmen wieder alles mit. Dann nehmen wir hier auch alles mit. Dann nehmen wir auch alles mit. Jetzt nicht nachgucken, was wir jetzt alles aufgesammelt haben. Das ist jetzt ziemlich egal. Warte mal, muss ich die aber auch füttern? Oder wie ist das eigentlich? Also ich sehe es zumindest bisher nicht. Was ich irgendwie komisch finde, die Zombies selbst haben anscheinend keinen Loot oder was. Also ich meine, theoretisch scheiß drauf, weil hier hat jeder Mist-Loot. Also egal, was du hier lootest. Beziehungsweise was du aufmachst. Hat irgendwas. Eigentlich hier... Ah, nee, warte, doch, hier. Also die hat einmal Leben und einmal, also Hunger hat die auch. Das heißt, ich musste auf jeden Fall so hier. Ah, okay, ich muss ja das verabreichen, aber. Genau. Hier kann ich ihr eine Energy Bar geben und Painkillers. Und dann hat die wieder mehr Leben und hat nicht mehr so viel Hunger. Okay. Alles klar. Ja, gute Sache. Ja, let's go. Da war auf jeden Fall noch ein Zombie draußen. Ja, der schlaue Zombie, der ist weggelaufen. Wo auch immer der jetzt hin ist. So, wir müssen hier Büsche zerstören. Laut Quest. Ich finde das ein bisschen komisch, dass das jetzt auf einmal kommt. Ah, hier ist er doch. Junge, was ist das denn? War das mein Magen gerade? Okay. Okay, diese Geräusche, Alter, sind so random. Vor allem nicht während der Zombie stirbt, sondern nachdem der Zombie gestorben ist, kommt einfach so ein Riesenschrei, Alter. What the fuck? As the next step, we'll be crafting other tools necessary for survival. Ja, okay, das haben wir schon gemacht. So. Was will die jetzt von uns? Trees are truly vital resources. Okay, na gut, dann nehmen wir das. Bauen wir mal ein paar Bäume ab. So. Also es gibt natürlich, weil das Spiel halt auch ein Tower-Defense-Spiel ist, also halt, dass man halt irgendwelche Horden von Zombies aufhalten muss. Haben wir dann natürlich auch einen Basenbau, das heißt, man kann riesige Basen bauen mit Türmen. Wir können irgendwelche Geschütztürme bauen und sowas, also das habe ich auch in den Screenshots auf der Seite gesehen. Also man kann hier wirklich... Hunderte und Aberhunderte von Stunden reinstecken. Sowohl im Koop als auch im Singleplayer.
Und ja, ich bin von solchen Spielen also teilweise fasziniert, wenn ein Spiel halt sowas wie Palworld auch, wenn es halt viele Genres einfach miteinander verbindet und es halt trotzdem funktioniert. Oh, guck mal, das ist ein Fuchs. Dann ist es halt nicht leicht. Also normalerweise hat ein Spiel ein, vielleicht zwei verschiedene Genres und die werden halt miteinander verbunden. Aber wenn ein Spiel halt so viele Genres miteinander verbindet und es viele halt trotzdem mögen, also ich meine, über 4 Jahre 9000 Steam-Reviews, das ist echt nicht wenig. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was man dann später im Spiel noch erreichen kann. Aber wir gucken uns das natürlich heute nur in einem Preview an. Wir werden jetzt hier nicht viel schaffen in 40, 45 Minuten. So, wir müssen jetzt noch Eisen farmen. Ich denke mal, das jetzt hier. Ne, das ist einfach nur Stein. Okay, das ist auch ein Stein. Aber nee, das sieht auch nicht wie Eisen aus. Das sieht wie normaler Stein aus. Eisen müsste ja so dunkler sein. Das hier vielleicht. Das könnte Eisen sein. Das finde ich ein bisschen komisch, dass du halt während du abbaust, okay, der Stein glitscht ein bisschen, dass du während du abbaust, du halt nichts kriegst, sondern du musst erst das ganze Ding komplett kaputt machen und erst dann kriegst du es. Also ist nicht schlimm, aber finde ich ein bisschen komisch. Ah ja, genau, das war Eisen. Das heißt, Eisen ist hier so ein bisschen dunkelbraun. Na, komm, wir haben es fast. Okay, nice. Hey, ever wake up on a zombie island and feel like you're left alone? I'm Jamal Price, the mechanic. So, let's kick things off with that. Mhm. Achso, wir können auch... Wir haben auch hier so eine... So ein Dodge. Ich gerade. Dann können wir uns ducken. Und wir können kicken. So, was brauchen wir? Build Equipment Workbench. Oh, okay, jetzt schon. Jetzt die Frage, wo ich das jetzt vor. Warte mal, wir brauchen auch ein bisschen. Wir haben ein bisschen Hunger. Okay. Das ist nicht so gut, wenn wir das essen, weil dann kriegen wir. Oh ja, hier. Wir haben Kirschen aufgesammelt. Ein bisschen Kirschen fressen und wir haben hier diese Energy Bar. So, okay, das passt. Achso, mit B. Okay, bin ich auch da. Oh, okay, das ist hier Foundation, können wir schon machen und wir müssen eine Workbench, eine Workbench mit B. Alles klar, dann mal. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich meine Base bauen werde. Wir laufen erstmal hier so hin. Eigentlich ganz gut aus. Mal hier irgendwo anfangen. So. Hier können wir auch mit dem Mausrad können wir das drehen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Achso, dann müssen wir es gedrückt halten. So. Was müssen wir jetzt? Achso, wir müssen jetzt. Na? Achso, hier können wir jetzt auch andere Sachen machen. Oh, guck mal da. Wir können uns einen Knochenhelm machen. Dazu brauchen wir natürlich erstmal Knochen. Allgemein Knochenrüstung. Eisenringe können wir uns dann später machen. So, wir sollen uns eine Pipe machen. Also einfach ein Gegenstand, mit dem wir endlich Zombies nochmal töten können. Wie viel damit hat das? 25 Schaden? Ja, hat auf jeden Fall mehr Schaden als die Handwaffe und wir machen uns natürlich auch einen Bogen endlich. Und dann können wir im Bogen, denke ich mal, können wir das in die linke Hand reinmachen? Ah ne, das ist ja dann zwei Hand sozusagen. Na naja, gut, das ist aber nicht so schlimm. So, oder wir machen uns... Oh, habe ich das jetzt fallen lassen? I'm more of an up-close and personal kind of guy, but you? Looks like you could use some long-range firepower. Ja, das haben wir schon gemacht. So.
You can't just have a bow and no arrows, right? Yep. Das müssen wir uns jetzt auch noch machen. Wir haben uns noch keine Pfeile gemacht. Machen wir uns mal direkt hier. 40 Stück. Passt. So. Equip that bow of yours and shoot an arrow towards our lovely crafting bench. Bam. Hä? Ich hab's doch aufgehoben. Ah, ich muss es mit F aufheben. Warum? Hä? Hat die das jetzt aufgehoben oder was? Oh mein Gott. Das ist die Scheiße. Ich heb das einfach auf, ey. So. Nee, nicht stopp, sondern wir müssen einfach nur das hier. So. Ich bin gewundert, hä? Ich heb den Pfeil doch gar nicht auf. So. Don't just leave that crafting bench behind. That's a waste of good resources. Genau, das heißt, wir können das Ding jetzt irgendwie kaputt machen. Irgendwie. Ja, hier. Genau, wir haben jetzt den Hammer, dann drücken wir R. Dann machen wir das Ding kaputt. Und dann haben wir alle wieder alles aufgesammelt. Okay, das ist nice. Mit 5 haben wir jetzt hier diese Eisenstange. So. Once you've got that hammer equipped, there's a bunch you can do with it. Wo sind die Bandagen? Da ist die Bandage. Okay. Ja, zum Beispiel. Hä? Will der mich verarschen? Der hat mir doch gerade gesagt, ich soll die Equipment Workbench mitnehmen und jetzt sagt er mir, ja, jetzt soll ich die reparieren. Junge, du willst mich doch komplett verarschen. So, jetzt muss ich das nochmal einmal anschießen. Damit das Ding sozusagen kaputt geht. Und jetzt muss ich das. Da. Reparieren. Achso, ich brauche Zweige. Sozusagen. Ich krieg glaube ich auch Zweige, wenn ich einen Baum fälle, oder? Gucken wir mal. Was mir bis jetzt ziemlich gefällt, dass das halt ziemlich schnell vorangeht. Weil was mir bei vielen Spielen, also bei vielen Survival-Spielen auf den Nerv geht, dass du halt ewig brauchst, um halt das, ja, um die Standards zu machen, sage ich jetzt mal. Also hier geht es wirklich schnell voran. Und theoretisch auch ohne, dass man das Tutorial folgt. Also geht eigentlich wirklich sehr, sehr schnell. So, nehmen wir den Hammer, jetzt machen wir T, repariert er das Ding. So, was jetzt? Equip that hammer and head over to the crafting bench to start the dismantling. Okay. Jetzt können wir halt Sachen zerstören hier. Electronics. Ja, haben wir gemacht. Demolish. Achso, okay. Jetzt muss ich es kaputt machen. Okay. Listen up, soldier. I am Captain Axton Hawkins. Obey my commands and learn the skills to survive on the battlefield. Okay. Jetzt hat er mir Dodge und Kick gezeigt. Achso, und wir müssen jetzt den Zombie killen. Na dann, let's go. Haben wir auch schon gemacht, aber ist ja egal. Ja, das brauchen wir jetzt nicht machen. So. Ja, schade, ich dachte, jetzt geht es auch an den Basenbau. Also, wir können das ja theoretisch schon mal ausprobieren. Ist ja egal, ob das jetzt im Tutorial steht oder nicht. Okay, wir haben dann hier auch einen Kochtisch sozusagen. Aber das müssen wir alles noch freischalten, anscheinend. Oder? Nee, vielleicht auch nicht. Jetzt mal kurz ausprobieren, wie das dann aussieht. Ah ja, okay. Mit Q können wir das einfach so Boden machen. Achso, wir müssen es nur gedrückt halten. Hier mit Alt können wir einstellen, dass das snappt, sozusagen. Also eigentlich sehr bequem.
Machen wir uns mal in so ein kleines Häuschen oder probieren es zumindest mal. Unable to support the building, aber wieso das denn? Nur wegen dem Busch oder was? Schafft man da? Nee. Nee, an dem Busch liegt es nicht. Ich keine Materialien mehr oder bin ich doof? Nee, Materialien habe ich eigentlich noch genug. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, woran das jetzt liegt. Ich da jetzt nicht bauen konnte. Ich meine, okay, jetzt konnte ich jetzt da nicht bauen wegen dem Charakter, der da stand. Komisch. Naja, okay, jetzt habe ich nicht genug Materialien. Aber für Fundament sieht das eigentlich schon echt ganz nice aus. Was haben wir noch bisher freigeschaltet? Wir haben Treppen freigeschaltet. Und wir haben... wir haben einen Watchtower. Okay, cool. Das heißt also, wir können auch Türme bauen. Also wie gesagt, der Basenbau ist wirklich sehr, sehr umfangreich in diesem Spiel. Also wenn man sich dies... Dann kommt das Feuer auf einmal her. Habe ich getroffen? Ne, sieht nicht so aus. Hä? Auch nicht? Hä? Okay. Das ein Spieler gemacht, ist die Frage, oder war ich das? Ich meine, war das jetzt die Welt sozusagen? Wir können uns hier mal ein paar gekochte Pilze machen, würde ich sagen. Und wir haben jetzt hier auch dann ein gekochtes Ei. Wenn wir schon mal hier sind, hier können wir uns auch ausruhen. Hä? Okay. Oh lol, die setze ich auch hin. Also wie gesagt, der Einstieg ins Spiel ist hier sehr, sehr einfach. Und ich finde das nicht mal schlimm. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man bei Survival-Spielen nicht irgendwie 2 Stunden rumrennen muss, um überhaupt... um überhaupt irgendwas hinzukriegen. Deswegen, ich finde das echt... vollkommen in Ordnung. Aber jetzt müssen wir einen Zombie finden. Ja, bestimmt wieder in den Häusern oder so. Gehen wir einfach mal in das Haus rein. Offen? Ja. Ja. Und da bestimmt wieder 10.000. Finde. Ja, na klar. Da ist er. Nice. Stabbing attacks are effective in narrow combat areas like inside buildings. What the fuck? Was war das denn für ein Move, ey? At last we meet. Okay. The name is Gilbert Foster. How about you start by finding the right spot and open the construction menu to lay down that foundation? Alter. Junge. Der rastet ja richtig aus. Ja, ey, hör auf mich zu schlagen, hallo. Ist er jetzt tot oder nicht? Nein, irgendwie nicht. Hä? Was ist jetzt? Sometimes expose their weaknesses. Okay. Das war jetzt doch das erste Mal, dass ein Zombie gelootet hat. So, wir nehmen das hier und dann machen wir den Schrank auf. Ja, du kannst jetzt ruhig mal einsammeln. Oh, da ist wohl sogar eine Waffe drin, ne? Hier. Auch mal was machen. Ganz halt rumstehen. So, sehr gut. Die ist auch Level 4. Fantastisch. So. Was haben wir alles? Ah, hier haben wir das noch nicht. So, und sonst haben wir jetzt alles, glaube ich, ne? Ja, wir können... Oh, nice. Ah, mein Schnurrbart ist auch wieder da. Fantastisch. Let's go.
Wir müssen jetzt eh Fundament machen. So. Wo haben wir das denn hin? Wir haben das doch da an der Straße gemacht, oder nicht? Glaube ich zumindest. Ah ja, hier ist es. So. I'll drive next time. What the fuck? Was ist mit dir, Alter? So, dann machen wir mal den Baum hier weg. Ich sehe auch rechts oben, also der Server, auf dem ich draufgegangen bin. Ich glaube, das ist ein Server, wo einfach übelst viel droppt. Weil da steht ja irgendwas mit 1787%. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das bezogen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf irgendeinen Loot bezogen. Das heißt, vielleicht, wenn man halt Singleplayer spielt, oder nicht vielleicht, auf jeden Fall, kann man halt einstellen, wie viel man lootet und dass man halt wirklich erstmal suchen muss nach Gegenständen und sowas. So, das Problem ist jetzt aber, mein Inventar ist voll. Deswegen muss ich da mal ein bisschen was drücken. Keine Ahnung. Ist eigentlich scheißegal, was ich da abdrücke. Hauptsache mein Inventar. Naja, mein Gott. Dann, ja. So, und du musst ja jetzt nicht mehr Sachen sammeln. Du kannst jetzt chillen, aber ich brauche von dir das hier. Pfeile nehme ich noch von dir und was ist, wenn ich hier ein... Achso, na gut, egal. Wir machen das hier noch kaputt. Hoppala. Habe ich die jetzt verletzt aus Versehen anscheinend. Na, komm, iss mal. Nochmal. Sehr gut. Müsste jetzt eigentlich auch essen, sehe ich gerade. Und ich müsste mich vor allem heilen. Hält die Bandage noch mehr? Ja, die hält noch mehr. So, dann machen wir hier diesen fetten Stein weg. Und hoffentlich können wir das Fundament jetzt weiter ausbauen. Weiß noch nicht. Okay. So, Fundament. Warum geht das hier nicht? Ah ne, okay, wir haben jetzt gerade keine Materialien. Achso, stimmt, wir haben noch gar wieder kein Holz. Warte mal, was ist, wenn ich dir eine Axt gebe? Mach dir mal gleich eine Axt. Hier, da. Und dann gebe ich dir mal eine Axt. Das wäre eigentlich super hilfreich. Und dann sage ich ihr, dass die Sachen machen soll. Na komm. Jetzt haben wir was Sinnvolles aufgenommen. Ne, eigentlich nur das hier. Und sonst. Ah ja, doch, hier. Warte mal, die hat, glaube ich, noch was. Ja, genau, das brauche ich auch vielleicht jetzt in der nächsten Zeit. Nägel jetzt nicht unbedingt. Aber wir können da ja erstmal chillen lassen. Unable to support the building. Unable to support the building. Wieso? Geht das absolut nicht. Ja, dann machen wir das halt kaputt. Macht ja auch nicht. How about expanding the foundation further? Machen wir das mal kaputt. So, dann machen wir das mal weiter. When constructing buildings, remember, you have the option to adjust the height. Das ist echt komisch. Also hier kann ich zum Beispiel wieder nicht hinbauen. Aus irgendwelchen Gründen.
Unable to support the building. Naja, wieso denn? Muss ich vielleicht... Also wenn ich das rotiere? Nee, auch nicht. Echt eigenartig. Hier kann ich es wieder nicht machen. Und hier kann ich es wieder nicht machen. Komisch und nicht. Vor allem, wenn ich es halt höher mache. Warte, hier. Das geht. Aus welchen Gründen auch immer. Next, let's install some stairs to reach the higher levels of your foundation. Ja, dann machen wir das halt alles höher. Hier. Okay, jetzt haben wir halt keine Materialien, aber ist ja egal. So. Gut, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, das ist einfach nur, weil das sozusagen in den Boden reingeht. Und bei manchen Survival-Spielen ist es ja so, wenn du musst unbedingt, auch wenn es nur einen Millimeter über dem Boden ist, musst unbedingt über dem Boden bauen. Das heißt, wenn ich das hier alles kaputt mache, also ich muss das dann beim nächsten Mal alles kaputt machen und dann halt auf dieser Höhe bauen und dann halt einfach eine kleine Treppe machen. Ich kann jetzt zum Beispiel ausprobieren, geht das jetzt hier? Höhe. Wir drehen das, den Spaß erstmal. Ja, siehst du, das geht auch nicht. Also wir können die Treppe nicht komplett in den Boden machen. Nur ein bisschen höher, also so hier höchstens. Ja, gut, wie gesagt, das werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall rausfinden. Ja, was soll ich zu Night of the Dead sagen? Bisher finde ich es eigentlich ganz okay. Ich finde es also ein bisschen weird, was Performance und sowas betrifft, weil das Spiel sieht jetzt nicht irgendwie überkrass aus. Also wir können jetzt mal einfach mal gucken, wie das jetzt theoretisch auf Ultra aussehen würde, wenn das jetzt nicht wieder abstürzt. Machen wir mal DirectX 12 und wir machen einfach mal hier. Hä? Geht das gar nicht? Ah ja, doch, hier Very High. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Nee, es steht auch da, man muss das Spiel neu starten. Okay, das heißt, wir können das jetzt nicht ausprobieren. Oh Gott, Motion Blur ist so eine Kacke. Ja, aber so viel kann man jetzt aus diesem Spiel auch grafisch jetzt nicht unbedingt rausholen, außer vielleicht die Lichteffekte und sowas. Und ich sag's mal so, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich mir jetzt so denken würde, oh, das braucht jetzt unbedingt ein krasses System. Dafür, das was es ist, verbraucht es aber auf jeden Fall ziemlich viel. Also laut Entwickler bzw. laut Steam braucht es gerade mal eine GTX 1660 Ti. Also nicht Mindestvoraussetzungen, sondern Recommended und eine i5 9600K. Ja, das ist, würde ich fast sagen, schon eigentlich mein System. Ich habe eine RX 590 und einen Ryzen 2700X. Das ist sehr vergleichbar. Also CPU-mäßig weiß ich nicht, aber zumindest GPU-mäßig. Und dadurch, obwohl ich auf Medium gespielt habe, habe ich trotzdem Frame-Abbrüche bis so knapp 40 gehabt. Ist nicht unbedingt schlimm, sagen wir es mal so, aber ich finde es ein bisschen komisch. Also das Spiel müsste auf jeden Fall, so wie es aussieht, meiner Meinung nach, definitiv weniger verbrauchen. Aber man darf nicht vergessen, das ist auch auf jeden Fall ein Indie-Titel. Deswegen Performance ist wirklich das allerletzte, was man irgendwie hinbekommt als Indie-Entwickler. Hauptsache das Gameplay und allgemein halt der Feel vom Spiel ist cool. Und das ist ja auf jeden Fall gegeben. Mal gucken, wie das Survival Craft bzw. dann das Tower Defense ist in dem Spiel. Und ja, bis dahin. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.